Sie geben uns gleich Geld. Die Schlüssel. Zu allen. Ich könnte auch die Con sponsern. Also wir haben die Sponsoren eingeblendet gehabt. Manga-Café, obwohl es eigentlich gar nicht mehr gibt, sponsert die Konichi, finde ich auch ganz interessant. Ach, und, wir kriegen doch bestimmt den blauen Saal oder so. Ja. Also das, was wir gestern gehört haben, hier, was der Edi jedes Jahr für die Grafiker-Sklaven-Tickets ausgibt, da kannst du irgendwie gut gleich sponsern und dir den Grafiker-Sklaven so in die Hand geben. Ja. Oder noch viel besser Crew-Tickets extra für uns anfertigen können. Gute, eine Frage. Das finde ich natürlich awesome. War einer bei euch von der Auktion, gab es heute noch eine Auktion? Du warst Charity, ne? Du warst Charity. Nein, Jing war bei der Charity-Auktion. Der sitzt da hinten, aber der sitzt kann gerade nichts dazu sagen. Wir können natürlich kurz tauschen. Das fliegende Wechsel im Leitner, das hatten wir noch nie. Ja. Pass auf, schmeiß nichts um. So. Jawohl. Das Thema ist Charity-Auktionen. Auch du hast 15 Sekunden Zeit und darfst auch keine Antwort geben, den andere schon gegeben hat. Zeit auf der Platz. Ein Kind. An und für sich war es ein bisschen traurig, weil im Endeffekt, okay, für einen Oki wäre es wahrscheinlich ein Traum gewesen, Autogramme noch in Löcher verkauft wurden. Ja, aber das ist ein Albtraum, weil ich hätte mir kein einziges leisten können. Das ja, wahrscheinlich. Das ist dann noch eher die Qual, dass es ist da und du kriegst ja, es nicht. Ja, im Endeffekt hast du die wahrscheinlich schon alle, weil es waren immer die Ehrengäste, die irgendwann mal da waren, ja, wo du dich hingestellt hast und die umsonst gekriegt hast. Du stellst überall an, also. Ja, aber, schon ja, aber es gab genug Conniches, wo ich nicht war. Viele, weil es ist eigentlich ein Punkt, den ich immer gefordert habe, eben solche Auktionen, wo wirklich Dinge sind, die einzigartig sind. Also oder wo man sagt, das Geld geht in irgendwas hin, wo es ja. Sinnvoll ist. Das wurde ja von der deutsch-japanischen Gesellschaft, ja, Verband, Japan was auch immer halt, da ja. organisiert. Und die haben halt gesagt, dass wirklich 100% von dem direkt nach Japan gehen, ja. an Kindergärten, Schulen und so weiter. Und dass keine von dem Geld nichts an Verwaltungsgebühren aufgebraucht wird oder so. Weil die haben die Infrastruktur dafür, das einfach so zu übertragen, das Geld, das ist kein Problem. Das kostet die fast nichts. Die haben genug Einnahmen durch die Verbände selber, um das zu machen. Und das heißt, das Geld wird 1:1 rübergetragen. Das heißt, viele haben einfach bloß für den guten Zweck geboten, für Japan, was okay ist. Und ich glaube, 2000 Euro sind zusammengekommen, wurde heute erwähnt. 2000 Euro. Also die Leute haben halt für den guten Zweck geboten und es wurde auf alles geboten, Hauptsache. Finde ich cool. Ja, wobei es irgendwo ein bisschen lächerlich wurde, weil sie halt angefangen haben, am Anfang mit 1 Euro geboten. Es ist für den guten Zweck. Nach kurzem Moment haben wir gesagt, ab 10 Euro wird geboten, weil es ist halt für den guten Zweck und es bringt sonst ja. nichts. Und sie haben halt bis zum Schluss mal durchgezogen, dass sie mit 1 Euro Schritten gegangen sind. Ja, das ist ein bisschen lame. Ja, also ab 50 Euro haben sie dann gesagt, okay, wir können 5 Euro Schritten gehen. Der Big Blind wurde erhöht. Ja. Und die meisten Leute haben dann hier halt, ja, 25, 26, 27, ja. Bitte auch gleich 30. Es wäre durchaus interessant zu wissen, weil ich denke mal, so Charity-Versteigerungen, Aktionen, irgendwelche Spendenaktionen haben sehr viele Conventions in diesem Jahr gemacht im deutschsprachigen Raum. Wäre mal interessant zu wissen, wie viele komplett zusammengekommen wäre, so in einem Jahr jetzt von allen zusammen irgendwie. Meine Schätzungsweise sind es wahrscheinlich um die, wenn viele in Deutschland, auch in Österreich, schätzungsweise sind wir auf um die 8.000, 9.000 gekommen, 10.000 eventuell. Ja, also sagen wir mal so, die deutsch-japanische Gesellschaft hat gesagt, dass sie, also die waren ja nicht nur auf Conventions, die haben ja auch andere Sachen, haben jetzt insgesamt eingenommen schon über 500.000. Oder an die halbe Million. Das ist ein bisschen mehr als 8.000. Ja. Okay. Ich meine jetzt Conventions. Also ja, Conventions ja, ich denke auch von den Conventions, weil ihr habt knappe 2.000, die Nietzsche hat schon 2.000. Ja. Ja, also ich saß in der ersten Reihe, ich konnte den Vertreter sehen, wie dem die Augen geglüht haben, wie er rot wurde, als die das erste war zufällig eine eingerahmte Skizze von Rei Ayanami aus Neon Genesis und mit Autogrammen und des ersten Ehrengastes der Konichi überhaupt und das Ding ging gleich am Anfang für über 150 Euro oder so weg. Ich glaube sogar 180 oder so. Und der Typ ist sofort rot angelaufen. Der hat das nicht mehr kommen sehen. Das war nicht der Michi, wenn du das jetzt... Aber ich denke da gerade an unseren Hasen, den wir versteigern. Oh Gott, ich hätte ihn so gern gehabt. Ja. Was für ein Hasen? Ja, wir haben ja dieses Maskottchen gehabt bei uns. Hieß ja, und den Hasen, den haben sie aus Holz gebaut. Und Yuri, Guri und Nihe haben gemeinsam den Hasen, weil jeder eine Hälfte. Das ist eine Zusammenarbeit. Die eine Hälfte war ur-creepy von Nihe halt, die andere von der Yuri voll cute. Und die wollte ich unbedingt haben, weil ich das gewünscht habe, eine Zusammenarbeit. Und irgendein Freund von mir hat ihn jetzt für 160 oder 70 Euro versteigert. Ja. Nicht so viel wie du mit deiner Pappe. Wusste nicht mal, dass wir eine Versteigerung hatten. Ich war ja leider nicht da. Ja. Aber wir haben ja alles gefilmt. Das kriegst du auch. Mach mal einen Filmabend dann. Gespannt. Du hast ja damals, kannst du dich noch erinnern, was du ersteigert hast? Erzähl's einfach mal. Ah, okay, ich erzähl's. Ein bisschen off-topic jetzt, aber
wie kam, ich dachte, das war eine Zusammenarbeit zwischen dir, Quidens, Xen wahrscheinlich, was ich auch noch dabei. Das war damals Knacks und Quidens und Naya haben nichts gebaut, weil die Karte damals beim Cosplay abgespielt ist. Genau, ihr habt neben Neon Genesis Evangelion Gruppen-Cosplay haben sie gemacht, damals auf der Annie Night, und haben irgendwie einen Charakter, der nicht erschienen ist, als Pappe nachgezeichnet, Ray Ayanami. Und das war, also es war nicht schön, es war, also ich will nicht, es war potthässlich. Nehmen wir das Kind beim Namen auf Pappe, auf brauner Wellpappe, so ganz schlapprig mit einem braunen Pappständer noch hinten dran. Und war für Cosplay-Auftritt, habe dann glaube ich auch gewonnen, der Cosplay-Auftritt damals. Ich weiß gar nicht, ob ich gewonnen habe, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut. Und am Schluss hat ihr noch versteigert. Genau. Da, und das ist schon länger her, oder? Genau, das war noch die 2-3 Jahre jetzt, ja. Und der Eli hat das Ding, glaube ich, für wie viel? Also 100? Es hat sich, so, nein, es hat fast 80, 60 ja. Waren es. Ja, das fragt nämlich, wie lange es her ist, jetzt sagt er 60. Nein, nein, ich habe mir gedacht, dass das dieses Jahr, dass das schon wieder eine ersteigert hat. Das wäre das die zweite. Nein. Ich kann mich noch erinnern an deine Papa-Namen. Ja, genau. 60 hast du sie. Ja. Ja. Aber das Schöne war, wo da wirklich der Eli gerade auf die Bühne geht und was zu zahlen, und es ruft ihn irgendwer an am Telefon. Eli hebt ab und sagt, du, ich kann gerade nicht, ich habe gerade den Urblödsinn gemacht und um 60 Euro den Urschund gekauft und aufgelegt und das Geld hat gehändigt. Ja, also auch damals für einen guten Zweck, muss man ja auch erwähnen. Und ja, ich finde es eigentlich immer eine gute Sache, wenn, weil ich sag mal so, ich kenne das aus Erfahrung, die meisten Anime- und Convention-Gänger, sagen wir so, haben jetzt nicht unbedingt die dicke Kasse, aber man sieht auch da, dass die Hilfsbereitschaft einfach da ist und dass ein Geld reinkommt. Deswegen hat mich jetzt interessiert, was jetzt, wie es jetzt bei der Nietzsche war, die Auktion. Ja, da fällt mir ein, die haben verdammt viel vom Studio Ghibli noch versteigert. Stimmt, ja, da war irgendjemand im Filmkino und hat... Ja. Das müsst ihr auch mal machen, bringt einfach alles her, was ihr finden könnt. Aber bei der Charity-Auktion haben sie noch mehr gemacht. Ich weiß nicht, von welchem das genau war, aber so eine komische schwarze Plüschtier. Ja, das wäre was für Xen gewesen, das Rußpartikelchen. Das war von Chihiro, die Aschemännchen. Ja, das Rußpartikelchen. Ja, zwei Stück von gehabt. Asche, das ist aber. Und man denkt sich, okay, das ist einfach nur ein schwarzes Plüschtier mit zwei Augen. Okay, es ist von Ghibli, es kann man nur im Museum kaufen. Und dann noch für den guten Zweck, und dann, okay, vielleicht 40, 50 Euro. Der erste ging für 85 weg und der nächste ging dann für 100 Euro weg. Und wo ich mir denke... Okay, jetzt hat man sich so ein Stück Plüschtier für den guten Zweck für 100 Euro gekauft. Da muss man aber richtig guten Zweck dafür haben. Ja, also ich glaube auch, da geht es eigentlich viel mehr um. Ja. Ich habe das vor einem Jahr schon gesagt, dass Versteigerung ist einfach, wenn du im Internet was ersteigerst zum Beispiel oder keine Ahnung, bei eBay, dann da klatscht der keiner. Es geht einfach, glaube ich, auch ein bisschen um die Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Und wenn man deinen Einkauf. Natürlich. Und wenn man es wirklich nur im Museum kaufen kann, ist es doch eher ein Exclusive-Item, wenn man nicht gerade in Japan wohnt. Ich finde es gut, dass es so, muss sagen, es wäre gut, wenn du vielleicht Applaus einblenden kannst. Das finde ich toll, dass man halt 2000 Euro reinkommt. Wenn wir jetzt applaudieren, wird es einfach nur lärmig und blöd. Ja, aber wir hält Applaus an die Konichi-Besucher finde ich dafür, dass sie halt doch diese 2000 Euro zusammengebracht haben. Auf jeden Fall. Dass du noch so viel Geld übrig hast. Ja. Genau. Heute hat es auch wieder geregnet. Wer hat das mitbekommen? Wer hat den Regen gesehen? Wer hat den Regen gespürt? Ich habe ihn von drinnen gesehen. Ja, also wir haben ja am Schluss den Helfer, der wirklich seit dem ersten Jahr dabei ist, einen Schirm geschenkt. Einen Regenschirm, ja. Ja, und ich musste vorne an meiner Matura-Verabschiedung denken, weil mein Lehrer damals, Klassenvorsitzender war, ich weiß nicht, ob meiner oder der von meinem besten Freund war, der hat auch jeden Schüler einen Schirm geschenkt und da am Schluss den Spruch gemacht, weil wir als eure ehemaligen Lehrer euch nicht im Regen stehen lassen wollten. Genau denselben Spruch haben sie heute auch gebracht. Und da haben sie alle Helfer, also fast alle, und hatten alle diese Bleachmasken auf, über die wir schon öfters jetzt in unseren Videos zu sehen hatten. Und ein paar haben sie dann runtergenommen. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie alle gleichzeitig in die Luft geschmissen hätten, wie beim College-Abschluss. Das war die Idee, das hatten sie versucht. Ja, aber haben die Leute gecheckt. Aber die erstens haben es nicht alle gecheckt. Zweitens war es halt eben dann, die Technik war damit nicht so ganz einverstanden, weil halt eben die Leinwand oben runtergefahren war und die Angst hatten, dass die irgendwie gegen die Leinwand knallen. Wollten nur keiner aufräumen. Ja, das kam auch noch mit dazu, dass sie dann halt eben dann noch so durchgegeben haben, so bitte aufräumen, so, weil die Bühnentechnik macht das nicht. Einmal drüber wischen und geht schon mit dem breiten. Ich glaube, die lustigste war, ich weiß ja, wer es war, ich nenne jetzt den Namen nicht, weil es blöd ist, sie ist rausgehen, wollte die Masken ins Publikum werfen, wirft und das Ding fliegt wieder zurück. Das habe ich gesehen, das kam wie ein Bumerang auf einmal wieder zurück auf die Bühne. Ja, das war Absicht, sie wollte das Publikum verarschen. Ja. Die Maske, na doch, nicht Troll, you. Jetzt kann man vielleicht so ein Trollface dann irgendwann ein Video drüber Problem Audience. Aber alles in allem kann man sagen, war es eine coole Konichi. Also für uns sowieso, weil wir eigentlich mehr
mehr beachtet. Sie haben den Brickfilm noch gezeigt bei der Schlussfeier. Ja, also der Brickfilm ist echt super angekommen, also laut der Reaktion des Publikums. Ja, Österreichischer Humor kommt immer gut. Die andere Frage war, das heißt, die habe ich nicht mitbekommen, weil da war ich ein bisschen spät bei der Eröffnung. Erst war, haben Sie den, die Connys heißt, was hast du das gezeigt? Nein, den habe ich ja, es gab heute um 13 Uhr, glaube ich, war das im Rosensaal, so ein Panel, wo die ganzen Fans die Projekte, so Fanprojekte hieß es. Da gab es nichts zu gewinnen und du konntest einfach Fanprojekte einreichen. Haben wir ein paar gesehen, okay, ja, weiß und ich wieder. Dort haben sie das hoffentlich, weiß ich nicht, gezeigt und auch ein paar andere Dinge. Und ich bin gestern zur Technik mal hoch, wollte eigentlich nur fragen, wie es läuft. Und da bin ich so hoch und sehe auf diesem Videoschnittmonitor, auf diesem Videomischer gerade meine AMV nur echt mit 52 Szenen Werbung laufen. Denke ich mir, da spielen sie zwischen den AMVs immer ein. Habe gestern am Abend auch SMS bekommen. LOL Leibniz, habe ich gewusst. Aha, die haben was von mir im großen Saal gezeigt. Ansonsten, ja. Konnichi, hat euch gefallen, oder? Ja. Ich fand es ein bisschen kurz. Also kurz? Ja, ich weiß nicht, so dieses Jahr hatte ich wirklich das Gefühl, es wäre irgendwie so kurz gewesen. Ja, wir sind zwar schon seit Mittwoch da, aber irgendwie, es war sehr, sehr kurzweilig. Also, es ist halt wie wenn du Schulausflug fährst und dann geht es auch um alle Stellen. Ja, genau. Wir haben Spaß im Hotel, wir haben Spaß vor Ort und so kann man sie nicht zusammenfassen. Deswegen war es für mich halt wirklich ein schöner Urlaub. Das Hotel hat zwar jetzt Plakate runtergerissen von den Türen und die Burger King Tüten stehen immer noch von 4 Tagen jetzt am Kasten. Davon mache ich noch ein Foto. Aber ansonsten hat uns das Hotel wieder alles durchgehen lassen, was wir so gemacht haben. Wir drehen hier Late Night mit weiß Gott wie viel Equipment. Die Leute schauen alle ganz komisch und fragen, was wir hier tun. Also nettes Hotel. Und ich habe auch schon für nächstes Jahr hier gebucht. Nächstes Jahr ist ja wieder Documenta, das heißt knappe Hotels, hohe Preise. Das wird interessant, weil ich muss mich entscheiden, ob ich zur Documenta kurz vorbeischaue. IYY ist da, der Künstler, ich weiß nicht, der eine chinesische Künstler, den sie eingesperrt haben, den würde ich Der kommt ja wieder und keine Ahnung, wann ich ihn sonst wieder sehe, so schnell wie möglich, bevor er wieder mal eingesperrt wird. Wieder wegsperren. Ja, genau. Nächstes Jahr ist auch Kosho wieder dabei. Kosho, ja, die Crew ist dann, bist du wieder dabei? Ja, ich werde auf jeden Fall buchen. Ich kommen kann, dann die Crew komplett zeigen. Eigentlich dann mit Kosho. Ne? Haben wir endlich mal wieder die Crew komplett. Endlich mal eine komplette Crew. Ja, da musst du jetzt noch mehr dazu nehmen jetzt. Wenn ich nicht wieder ins Krankenhaus komme. Geht es mit 10 Leuten aus? Im schlimmsten Fall buchen wir Maxell. Auch an euch ein Tipp. Sichert euch die Zimmer. Je früher, desto besser. Schaut, dass ihr herkommt nach Kassel, wenn es dann auch 2012 wieder eine Konnichi gibt. Der Termin steht da übrigens hinten im Kombuch drin. Das sehen die wenigsten, ja. Was, so früh? Ja, es ist direkt am Anfang vom September. Ja. Warum? Das kollidiert mit der Anime-Night, hast du jetzt Angst, oder was? Das ist eine Ferienzeit. Gut zu wissen, weil dann müssen wir halt schauen, weil wir wollten eigentlich ja die Anime-Night am 1. September-Wochenende eventuell wieder machen. Also mal sehen, wie gesagt, 2012, wie die Nichi so wird, was sie sich wieder als Thema einfallen lassen. Wir können ja raten. Wir können raten, Manga und Anime wäre vielleicht mal ein geiles Thema. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Ich bin jetzt mal frech und tipp Final Fantasy 11. Das wäre auch lustig. Nee, musst du 14. Das ist, das ist aktueller. Das ist kein schlechtes Segway, denn heute habe ich ja noch einmal in meine Geldtasche gegeben. Ja, zeig's mal her. Ich gebe es dir rüber. Komm hier. Ja, es ist hier. Ja. Ein Manga. Es ist ja, ein Manga. Anscheinend eins von zwei Final Fantasy 11 Fanartikel, die auf der Con überhaupt erhältlich waren, gefunden. Durch einen mehr oder weniger Zufall. Es ist ein Final Fantasy 11 Manga, published von Kotaku, und es ist ein One-Shot, deswegen muss man sich keine Sorgen machen, wo man die anderen Bände herbekommt. Sehr schöne Zeichnungen, ja, bin ich sehr froh drüber. Und es ist sehr lustig vor allen Dingen. Es ist auf jeden Fall sehr lustig, vor allem wenn man das Spiel kennt, braucht man sich mal lesen, entweder versteht man sowieso. Wobei, nein, mir fällt ein, ich glaube, das ist ein interessantes Thema, könnte sein, okay, das wird zu asiatischen Ninja, oder... Außerirdische Besucher aus der Ferne. Das wäre sogar ziemlich realistisch sogar. Vielleicht wenn sie das sehen, werden sie es machen, aber dann müsst ihr schon sagen, Idee stammt vom Chang. Ihr könnt auch deine Mutter nehmen, das wäre auch ein Thema. Ja, deine Mutter. Das wäre eine gute Idee. Du kriegst zum Beispiel zu jedem 3-Tages-Ding diesen Elternticket dazu. Du kannst deine Verwandtschaft mitnehmen. Auf die Nichi. Genau, du kannst aber nur deine Mutter mitnehmen. Natürlich, natürlich. Das wäre für mich nächstes Jahr sehr vorteilhaft. Ah, die kommen ja. Ja. Natürlich, das ist ja auch draufdrucken, so der deine Mutter passt. Deine Mutter nächstes Jahr auch so ein Crew-Shirt, so deine Mutter Crew-Shirt. Deine Mutter ist in der Crew. Deine Mutter ist heiß. Oh Gott. Ja, nein, jetzt fällt das Niveau langsam ins Bodenlose. Dann würde ich sagen, machen wir für heute einmal Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr wart auch das ganze Wochenende dabei oder könnt auch die Läden jetzt ja von anderen Tagen mal ansehen. Dann muss ich sagen, es heißt wieder ein Jahr warten bis zur nächsten Konnichi, aber
wie wir alle wissen, das Jahr geht schneller vorbei, als wir denken. Es gibt ja noch viele andere tolle Conventions im Laufe des Jahres. Es gibt auch noch viele andere Videos, die der Edi so drehen wird. Genau, richtig. Und, oh mein Gott. Bis dahin, bis die Tage und Prösterchen. Nur ein Wahnsinn, ja, komm, schon haben wir, nur ein Wahnsinn.